Weiß nicht, Lukas, kannst du mal das Bild von der Fackel zeigen? Ich denke mal, jeder weiß von uns, was eine Fackel ist, was die Funktion einer Fackel ist. Und eigentlich ist es ja was Gutes. Eine Fackel, die kann helfen, dunkle Räume zu erhellen. Die kann helfen, wenn man Wanderung beschreiten möchte, wenn man in Höhlen geht, wenn man einfach ja, Licht braucht. Aber ich habe eine ganz andere Assoziation dazu. Ich habe Angst davor, wenn ich Fackeln sehe, und zwar aus einem guten Grund. Ich habe einen Traum erlebt, als ich 3 Jahre alt war. Und seitdem begleitet es mich bis heute. Und dieses Trauma, ja, ist passiert, und zwar gar nicht so weit weg von hier. Und zwar nur 15 Kilometer. In meiner Heimatstadt oder in meinem Heimatort Egelharting, Kirchhorn, gibt es einen Brauch. Und zwar Pärchen heißt der Brauch. Ich weiß nicht, ob das manche von euch kennen. Man kann das so vergleichen mit Krampusläufe. Und der Sinn dahinter ist es, in gruseligen Kostümen, in gruseligen Masken, mit Fackeln, mit Trommeln, mit Glocken, die bösen Geister des alten Jahres zu vertreiben und das neue Jahr so zu gestalten, dass es frei von Geistern ist, von bösen Geistern. Das ist der Gedanke dahinter. Und es kommt aus dem österreichischen Alpenvorland, aber ist mittlerweile auch hier. Und das erste Mal, als ich Kontakt dazu aufgenommen habe, da war ich, wie gesagt, 3 Jahre alt. Meine Schwester war 6. Wir haben noch bei meinen Eltern gewohnt, im Erdgeschoss. Und es war Sabbatabend und es war Winter. Es war kalt und genau da kann man am besten die Geister vertreiben. Und wir haben gerade Mittagsschlaf gehalten. Es war 17, 18 Uhr und auf einmal hören wir Musik draußen. Trommeln und Glocken. Wir dachten, wow, voll cool, da kommen ja jetzt irgendwelche Musiker, irgendwelche Stadtmusikanten, die durch die Straßen ziehen und uns Freude bereiten. Und meine Schwester, so neugierig wie sie ist, steigt sie auf den Fenstervorsprung innen drinnen, um mal rauszuschauen. Und ich stehe unter ihr. Und auf einmal kommt aus dem Nichts so ein Mensch mit einer Maske und erschlägt meine Schwester. Meine Schwester fällt von oben auf mich herunter. Ich falle auf den Boden. Auf dem Boden waren Holzbausteine. In dem Moment war das mir so egal. Ich hatte so eine Angst, weil ich auch so diese Fetzen von diesen Masken mitbekommen habe. Und wir sind nur noch schreiend zu Mama und Papa gelaufen. Und die haben uns erstmal beruhigen müssen. Die haben uns erstmal erklären müssen, was das für eine Sache ist. Die kannten das anscheinend. Und wir haben uns das ganze Spektakel noch ein wenig angeschaut. Aber das hat sich bis heute durchgezogen. Ich habe heute ja immer noch diese Angst davon. Selbst mit 16, 17 Jahren habe ich immer im Internet geschaut. Wann sind die Pärchenläufe? Wann beginnen sie? Sie sind immer von Ende November bis Anfang Januar. Wann sind sie in meiner Heimatstadt? Okay, wenn ich am Sonntag, da darf ich nicht hingehen, weil da sind sie unterwegs. Ich muss zu Hause bleiben, ich muss eingesperrt sein. Das habe ich auch gemacht, als meine Mutter einfach mal den Müll rausgebracht hat. 5 Minuten bevor es losgegangen ist, habe ich die Türen zugesperrt und gesagt, Mama, komm doch jetzt rein, die gehen gleich los. Und das sind einfach nur Menschen. Also ich kann das nicht vergessen, auch jetzt, wenn jetzt ein Pärchen reinkommen würde, ich kann nicht sagen, setz dich hin, genieß die Zeit mit uns, ich würde mich vielleicht in den Raum verstecken und zusperren. Also auch wenn ihr da seid, es freut mich, aber ich glaube, ich hätte trotzdem Angst. Um euch das mal ein bisschen besser vorstellen zu können, habe ich mal ein Video vorbereitet. Da sieht man schon Ausschnitt, dann könnt ihr euch... Genau, muss... Yeah.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, nachdem ihr die Bilder geschaut habt. Wer könnte sich vorstellen, dass es gruselig ist? Mal die Hand hoch. Ja, ja, da sind wir doch alle ein bisschen Kinder noch, aber ja, tatsächlich. Ich habe immer noch so ein bisschen Gänsehaut. Und wenn ich das schon wieder gehört habe, kann ich meine Mutter nicht verstehen, dass es lustig findet, die da gerne zuschaut. Also ich weiß nicht, was uns da getrennt hat, aber da werden wir uns nicht verstehen. Aber diese Angst, die ich habe, wenn ich Fackeln sehe, ist immer noch da. Auch wenn da im Sommer, wenn ich weiß, die Pärchen laufen da gar nicht und ich irgendwo Fackeln sehe, würde ich nicht hingehen, sondern ich würde erstmal schauen, was ist da und mich vielleicht verstecken. Aber es gibt einen Mann in der Bibel, der hat das genaue Gegenteil getan. Der ist auf die Fackeln zugegangen, die ihm entgegengekommen sind. Und das war Jesus in einer ganz besonderen Geschichte. Es gibt viele Geschichten über Angst, die ich jetzt hätte erzählen können, worüber wir hätten reden können. Nein, ich möchte genau diese Geschichte betrachten, weil die mir, als ich sie gelesen habe, besonders aufgefallen ist. Und das ist eigentlich eine bekannte Geschichte, die kennen wir. Aber es gibt so viele Kleinigkeiten, die mir darin aufgefallen sind, die wirklich interessant sind und die würde ich gerne einmal mit euch betrachten. Und zwar steht die Geschichte in Johannes 18, Vers 1 bis 14. Ich werde mal die ganzen Verse lesen und dann werde ich mich aber auf bestimmte Verse konzentrieren, weil ich finde, da ist so das Wichtigste, was wir für die Predigt mitnehmen können. Johannes 18, 1 bis 14. Nach diesem Gebet überquerte Jesus mit seinen Jüngern den Bach Kidron. Auf der anderen Seite lag ein Garten. Dorthin ging Jesus mit seinen Jüngern. Judas, der Verräter, kannte diese Stelle, denn Jesus hatte sich oft mit seinen Jüngern dort aufgehalten. Nun erschien Judas mit seinem Trupp römischer Soldaten und Männern, die ihm die hohen Priester und Pharisäer mitgegeben hatten. Sie trugen Fackeln und Lampen und waren bewaffnet. Jesus wusste, was jetzt geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, war die Antwort. Ich bin es, erklärte Jesus. Judas, sein Verräter, stand mitten unter den Soldaten. Als Jesus klar und offen sagte, ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte noch einmal, wen sucht ihr denn? Jesus von Nazareth, antworteten sie wieder. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also nur mich sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Und damit sollte sich erfüllen, was Jesus früher gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir anvertraut hast. Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Plötzlich zog er es und schlug damit Malchus, einem Diener des Hohenpriesters, das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich denn dem Leiden aus dem Weg gehen, dass ich nach dem Willen meines Vaters auf mich nehmen muss? Der römische Offizier befahl seinen Soldaten und den Dienern des Hohenpriesters, Jesus festzunehmen und zu fesseln. Dann brachten sie ihn zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war. Kaiphas hatte früher den führenden Männern der Juden geraten, es ist für uns alle besser, wenn dieser eine Mann für das ganze Volk stirbt. Eigentlich eine bekannte Geschichte. Und vor allem das, was ich bisher für mich rausgenommen habe, war, dass Petrus das Ohr abgeschlagen hat. Ja, das war so das Highlight eigentlich der Geschichte bisher für mich. Aber es gibt so viel darin zu sehen, so viel zu entdecken. Und das möchte ich euch jetzt mal mitteilen, was mir dabei aufgefallen ist. Ja, die Situation spielt sich unmittelbar nach dem Abendmahl ab. Nach dem letzten Abendmahl, die Jünger haben mit Jesus gegessen. Judas ist schon weg in dem Zeitpunkt. Und er hat gerade zu Gott gebetet. Und sie überqueren den Fluss Kidron, um in den Garten Gethsemane zu gehen. Ich weiß nicht, Lukas, kannst du mal das Bild vom Garten Gethsemane zeigen? Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ob ihr schon mal da wart. So schaut er aus, kein großer Garten. Ich hätte ihn mir tatsächlich viel größer vorgestellt. Ich hätte tatsächlich gedacht, ja, das ist so ein englischer Garten. Da gibt es viele Punkte, wo man sich hinbegeben kann, wo man sich verstecken könnte, wo man einfach ja, Zeit verbringen kann. Aber es war nicht so groß, es war wirklich einfach ein schöner Garten. Und es war ein Garten, den die Jünger und Jesus oft aufgesucht haben. Dort ist oft Jesus mit Gott in Kontakt getreten. Dort haben sie sich oft miteinander beschäftigt, haben miteinander gesprochen. Also kannten auch die Jünger ihn gut, also kannte auch Judas diesen Ort sehr, sehr gut. Und das ist ja umso besser für Judas. Ja, Judas hat ja jetzt den Plan, Jesus gefangen zu nehmen. Er hat den Plan, mit den Soldaten Jesus jetzt ein Ende zu bereiten. Also gibt es doch nichts Einfacheres, als ihn eigentlich auf seinem eigenen Gebiet zu schlagen. Und das Interessante ist, dass die römischen Soldaten nicht nur ein paar Leute kommen mit Waffen und ihn dann festnehmen, sondern sie kommen mit Tempelwächtern, die auch noch beauftragt wurden. Sie kommen mit Judas, sie kommen mit Fackeln, mit Laternen und den Waffen. Und das Interessante ist, dass sie diese Fackeln und diese Laternen gar nicht gebraucht hätten. Damals war es zu Ostern so, dass Vollmond war. Und der Vollmond in Jerusalem ist so hell gewesen, dass man ohne Probleme in der Nacht jeden hätte erkennen können.
Man hätte nicht fragen müssen oder man hätte sich nicht irgendwie denken müssen, ja, wer könnte das sein? Ich glaube, durch die Masken das zu sehen, ist sogar jetzt schwieriger, als damals jemanden nachts zu erkennen. Aber sie gehen trotzdem mit Fackeln und Laternen. Und ich habe mir gedacht, warum machen sie das? Hat doch gar keinen Sinn eigentlich. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und zwei Optionen sind mir eingefallen. Die Option 1 wäre es, sie dachten, dass sich Jesus verstecken würde. Ja, da kommt ein Trupp an Männern, an Soldaten und Jesus weiß ganz genau, was passieren wird. Steht ja in Vers 4 drinnen. Und sie wollen ihn gefangen nehmen und sie wollen ihn ja zu Tode verurteilen. Aber Jesus versteckt sich nicht. Ja, Jesus hätte zu seinen Jüngern laufen können. Jesus hätte sagen können, Leute, beschützt mich. Ich habe nichts Falsches getan. Ihr wisst das, ich helfe Menschen. Da kommen jetzt viele Menschen, die mich gefangen nehmen wollen, die mich töten wollen, die mir was anheften wollen, was ich nicht getan habe. Bitte hilf mir. Aber er macht es nicht. Er versteckt sich nicht. Also waren die Fackeln dafür sinnlos. Die Option 2, die auch sein könnte, oder vielleicht beide sogar zusammen. Sie wollten ihm einfach nur Angst machen. Es ist schon bedrohlich, wenn da zig Leute kommen mit Waffen, natürlich, aber mit Fackeln oder auch mit Laternen wirkt das nochmal ganz anders. Man denkt, das sind viel, viel mehr Menschen. Und sie wollten Jesus nicht nur gefangen nehmen, sie wollten ihm tatsächlich auch noch Angst machen. Sie wollten ihn auch noch irritieren. Und ab hier beginnt für mich der Predigtgedanke, warum ich eigentlich diese Predigt erstellt habe, warum ich diese Predigt mir Gedanken dazu gemacht habe. Und zwar, Jesus geht, wie gesagt, auf die Soldaten zu. Er macht den Schritt dahin. Er hätte auch warten können. Er hätte auch sagen können, ja, komm doch her. Verstecken macht eh keinen Sinn mehr. Aber er geht auf sie einen Schritt zu. Und nicht nur das, er fragt sie auch noch, wen sucht er denn eigentlich? Er wusste doch ganz genau, dass sie ihn suchen. Er wusste doch ganz genau, wenn er jetzt Kontakt zu ihnen aussucht, dann ist es das. Sie haben doch keine Chance. So viele Männer gegen ein paar Jünger und mich. Macht doch keinen Sinn. Lauf lieber weg. Hätte ich ihm auch zugerufen. Jesus, lauf weg. Was soll das? Warum? Das sind deine Feinde, die wollen dich umbringen. Du weißt das doch. Mach doch. Aber er macht das nicht. Er geht genau auf sie zu. Und ich finde, da sieht man einfach, wie stark die Beziehung zwischen Gott und Jesus da war. Ich bin mir sicher, dass Jesus in diesem Augenblick Angst hatte. Ich bin mir sicher, dass er auch sich Gedanken gemacht hat, was soll ich jetzt tun? Aber er hatte so ein Gottvertrauen und er hat ihm die richtigen Gedanken gegeben, dass er hingegangen ist, dass er seine Angst überwunden hat. Ja, wir denken immer, Jesus war der heilig ist und der alles perfekt gefühlt hat und der kein Leiden hatte. Nein, Jesus war genau wie wir, er hat genau dasselbe gefühlt. Er hat sich genauso wie uns verhalten, er hat dieselben Gedanken teilweise gehabt. Jesus war ein Mensch wie du und ich und er hat trotzdem in dem Moment keine Angst gezeigt. Weil er wusste, dass Gott ihn beschützen wird, beziehungsweise dass es Gottes Plan ist. Und die Frage, die ich mir auch stelle, wie würde ich reagieren in so einem Moment? Wenn jemand auf mich zukommt, mir was Schlechtes will oder ich Angst vor etwas habe, wie jetzt bei den Pärchen, würde ich hingehen und einfach die mal anschauen und mit denen Kontakt suchen, weil ich weiß, passiert mir doch eh nichts, Gott ist bei mir. Oder würde ich lieber wieder weggehen und versuchen, mich zu verstecken? Hauptsache, sie sehen mich nicht, ich kann das Problem wann anders lösen. Oder ich versuche es alleine zu lösen. Ich brauche Gott nicht. Aber die Soldaten antworten auf die Frage sogar. Sie sagen, Jesus aus Nazareth. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Soldaten sehr verunsichert sind. Dass diese Antwort so ein bisschen zögerlich kommt. Weil was ist denn das für ein Augenblick? Ja, man sucht diesen Mann und er kommt auf sich zu und sagt, ja, wen sucht ihr? Wie eine normale Kommunikation, wie ein normales Gespräch verläuft das? Und ein bisschen verdutzt sind sie schon. Aber sie sagen es, ja, wir suchen Jesus aus Nazareth. Und der Text sagt auch noch was ganz anderes. Und zwar in Kapitel 5. Judas, sein Verräter, stand mitten unter den Soldaten. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das sind so zwei Lager. Ja, auf Lager 1, auf der einen Seite steht Judas mit den Soldaten, mit den Tempelwächtern, mit Waffen, mit Fackeln, total bedrohlich, aggressiv. Und auf der anderen Seite steht Jesus, respektvoll, ruhig, mit seinen Jüngern, die jetzt auch nicht ganz genau wissen, was passiert. Und das ist genauso zwei Lager, die sich gegenüberstehen. Und die Bibel sagt explizit, Judas steht unter den Soldaten. Und das, denke ich, macht sie nicht einfach so. Denn in Johannes 13, Vers 26 und 27, beim Abendmahl, sagt er Jesus oder offenbart, dass es eine Person geben wird, die ihn verraten wird. Und auf die Frage von Petrus, Herr, wer von uns ist es, antwortet Jesus, es ist der, dem ich das Brot geben werde, dass ich jetzt in die Schüssel eintauche. Darauf tauchte er das Brot ein und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Von diesem Augenblick an hatte Satan den Judas ganz in seiner Gewalt.
Ja, natürlich steht Satan, steht Judas nicht auf der Seite von Jesus. Ist ja ganz logisch, obwohl das eigentlich seine Freunde waren. Ja, Judas hätte sich auch umentscheiden können und sagen, nein, ich bin doch lieber auf deren Seite. Aber Satan war innen gefahren, Satan war auf der Seite von den Soldaten. Und Judas wusste nicht ganz genau, wahrscheinlich, ja, was er gerade macht. Aber trotzdem stellt er sich auf die stärkere Seite in dem Augenblick. Und warum ich auch noch glaube, dass die Soldaten verunsichert waren, steht auch nochmal in Vers 6 geschrieben, ja? Auf die Antwort von Jesus, ich bin es, den ihr sucht. Ganz normal, ganz einfach. Fallen sie hin auf den Boden und erschrecken sich. Was ist denn das für ein Gedanke? Da muss man sich das mal vorstellen, was das für ein Augenblick sein muss. Da stehen bewaffnete Soldaten mit einer Aufgabe, mit einer Mission, Jesus gefangen zu nehmen. Und Jesus antwortet, ganz normal, und sie fallen auf den Boden hin. Und Jesus steht da allein. Ich finde, das ist total krass, wie das ausschauen muss. Alle Männer fallen hin und Jesus steht da ganz alleine. 50 Männer fallen vor einer Aussage, vor einer Ehrlichkeit, vor einem Respekt, vor einer Liebe, die Jesus ihnen trotzdem noch gezeigt hat. So wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich so hingefallen wie meine Schwester damals auf mich. Aber es war wirklich, ich kann mir das einfach nicht so richtig vorstellen, aber bewundernswert. Und da sieht man auch, wie sich der Spieß endlich umgedreht hat. Die Soldaten sind hingegangen, um Jesus Angst zu machen. Satan wollte Jesus Angst machen. Und Jesus, so wie er ist, so wie seine Persönlichkeit ist, macht ihnen Angst, indem er einfach nur Liebe verbreitet, indem er sie nicht provoziert, indem er nicht den Kampf sucht, sondern sich ergibt mehr oder weniger. Sie haben Angst, obwohl er Angst haben sollte. Und er demütigt sie auch nicht, als sie hingefallen sind. Nein, er behandelt sie weiter respektvoll. Er fragt noch einmal, um ihnen eine Sicherheit zu geben. Wen sucht ihr denn? Und sie antworten schon wieder, ja, Jesus aus Nazareth. Und da habe ich mir gedacht, warum fragt er das denn nochmal? Natürlich, um einmal diese Sicherheit den Soldaten auch zu geben, ihnen trotzdem diesen Respekt, diese Liebe rüberzubringen, aber zu anderen auch, um sicher zu gehen, dass nur er gesucht wird. Denn er sagt ja auch in Vers 8, ich habe euch doch schon gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also nur mich sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Also selbst in einem Moment, wo er hätte sagen können, das sind meine Jünger, teilt die Strafe gerecht unter uns auf. Dann wäre es vielleicht anders gelaufen, aber nein, er macht es nicht. Er denkt nur an die anderen, nicht an sich selbst. Er nimmt die ganze Strafe, das ganze Leid, das kommen wird, auf sich selbst. Er beschützt diese Leute auch noch in dem Moment. Und das zeigt für mich einfach diesen Charakter von Jesus. Er denkt immer zuerst an andere und dann an sich selbst. Er beschützt seine Freunde. Und das bewundere ich an Jesus. Und dieser Text hat mir das wirklich erst so offenbart, noch einmal, wieso Jesus denkt, wieso Jesus ist überhaupt und was für ein Gottvertrauen er hat. Er hatte Angst und trotzdem geht er das Risiko ein und stellt sich den Soldaten. Er zeigt diese Angst nicht. Und dann frage ich mich, wie kann er diese Kraft haben? Woher kommt die Kraft? Natürlich kommt sie von Gott, aber das ist ja nicht einfach so entstanden. Also viele kommen auch mit der Aussage, ja, aber Jesus war Gottes Sohn. Der hatte eine ganz andere Beziehung zu Gott und es war viel einfacher für ihn. Und genau im Gegenteil, nein, ich glaube eben nicht. Er hat jeden Tag die Beziehung zu Gott aufs Neue gesucht. Er hat jeden Tag Gott mit Gott gesprochen. Und ich glaube, kein Mensch auf der Welt wurde so oft auf die Probe gestellt wie Jesus selbst. Er wurde versucht in der Wüste von Satan. Und er hat dasselbe wie wir gefühlt. Er hatte auch Hunger, er hatte auch Durst. Und trotzdem hat er gesagt, nein, ich vertraue Gott, ich stehe zu Gott. Du kannst mir gestohlen bleiben. Also warum eine Ausrede nehmen? Wir können nicht so sein wie er. Wir können nicht so ein Gottvertrauen wie er haben. Nein, wir können schon, nur wollen wir es auch, haben wir es auch. Aber wie entsteht so ein Gottvertrauen? Da muss natürlich irgendwie eine Beziehung vorhanden sein. Und wenn wir keine Beziehung zu Gott führen, können wir ihm auch nicht vertrauen. Wir sind nicht wie Babys, die erstmal ihren Eltern auf jeden Fall blind vertrauen. Nein, wir sind erwachsen. Wir vertrauen nicht Menschen blind. Und genauso vertrauen wir auch Gott nicht blind wahrscheinlich. Wir müssen Erfahrungen mit ihm machen. Wir müssen Beziehungen aufbauen. Und wie können wir das schaffen? Wie können wir Beziehungen aufbauen? Es gibt viele Möglichkeiten eigentlich. Hier, Bibel lesen. Das ist doch, da steht alles drin, was wir über Gott wissen müssen. Oder auch das Gebet suchen. Oder auch Lieder singen. Oder auch Nächstenliebe anderen Menschen zeigen, Notleidenden helfen. Das ist alles, wo wir Gott begegnen können, wo sich das Gottvertrauen von uns verstärken kann, wo wir eine Beziehung zu ihm aufbauen. Das können wir jeden Tag machen. Die Frage ist nur, machen wir das? Ist uns jede Situation bewusst, wo wir es hätten machen können? Und natürlich erwartet keiner von uns, dass wir perfekt sind, dass wir jetzt alle Situationen wahrnehmen, die uns sich bietet. Aber wir könnten auf jeden Fall anfangen, darüber nachzudenken, ob wir das jeden Tag wenigstens schaffen.
Und selbst mit Problemen und Ängsten ist ein Menschenegoist, ist mir aufgefallen. Ja, der Mensch, der will lieber auch die Ängste und Probleme alleine lösen, bevor er sich Hilfe sucht. Therapien werden ganz zum Schluss gesucht, anstatt am Anfang, wenn man schon merkt, hey, da geht's nicht mehr weiter, ich brauche eigentlich Hilfe. Und das Ähnliche ist genauso wie mit Gott. Ja, wann gehen wir zu Gott oder wann fragen wir Gott? Kannst du mir lieber Gott, kannst du mir helfen? Ich habe gerade ein riesiges Problem, ich habe gerade Angst, ich weiß nicht mehr weiter. Und versuchen trotzdem erstmal, uns selbst zu helfen. Und auch nur bei kleinen Problemen, wenn ich jetzt irgendwas vergessen sollte, dann denke ich erstmal nach, okay, was kann ich jetzt organisieren, damit ich das, was ich vergessen habe, wieder habe? Das geht doch, da könnte ich das machen, ja, ich gehe noch schnell einkaufen, anstatt einfach mal zu sagen, okay Gott, lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe und dass ich dieses Problem jetzt von selbst löse. Ich glaube, Jesus will ganz bewusst hier auch ein Vorbild sein. Oder auch unbewusst, aber er ist es auf jeden Fall. Und ich finde, er soll auch ein und er muss ein Vorbild für uns sein in dieser Situation. Er hatte sicher anderen Stress, als jetzt an die Jünger zu denken. Aber er zeigt seinen Jüngern und den Soldaten, wie es eigentlich ist, Gott zu vertrauen, wie es eigentlich ist, Liebe zu zeigen. Und ich bin mir sicher, dass nicht alle von uns solche Momente hatten wie Jesus, wo sie sich entscheiden müssen, lebe ich oder sterbe ich? Oder lebe ich in Gefahr, dass in den nächsten 3 Wochen was passiert? Ich glaube, die wenigsten von uns hatten diese Art von Problemen. Aber wir alle haben Probleme, wir alle haben Ängste, die wir lösen müssen. Und warum sollte uns Gott da nicht beistehen, wenn er schon in einer der krassesten Situationen, die es jemals geben wird oder gegeben hat, Kraft geben kann? Und ich glaube tatsächlich auch, dass viele Menschen Gott eigentlich gar nicht vertrauen. Ja, ich glaube, viele Menschen sagen, ich glaube an Gott, aber sie vertrauen Gott nicht. Das ist ein Unterschied. Ich denke, jeder von uns sagt, der hier ist, ich glaube an das, was Gott sagt. Ich glaube an Gott, das, was er ist. Aber vertraue ich ihm? Vertraue ich auf seine Pläne, auf seine Wege, auf seine Hinweise, die er mir geben will? Oder sage ich, nein, in dem Moment habe ich recht. Und das will ich so machen, wie ich es mir denke, wie es gerade korrekt ist. Und das ist ein großer Unterschied, genauso wie bei Abraham. Abraham hat sicherlich an Gott geglaubt, aber er hat in vielen Situationen nicht vertraut. Und dass ein Gottvertrauen nicht sofort da ist, ist ja logisch. Eine Beziehung entsteht auch nicht von jetzt auf gleich. Man kann nicht jetzt morgen rausgehen und sagen, Gott, ich vertraue alles. Ich vertraue dir alles an, was mich in meinem Leben bedrückt. Ich werde nur noch mit dir jetzt gehen. Nein, so läuft Vertrauen nicht, so läuft Beziehung nicht. Gott gibt uns die Zeit, die wir brauchen. Gott sucht uns. Und wenn wir uns die Zeit für ihn nehmen, dann ist er auch da. Nur das müssen wir erstmal schaffen. Wir müssen erstmal uns klar machen, dass es wichtig ist, jeden Tag mit Gott zu starten, jeden Tag mit Gott zu beenden, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und als letzten Gedanken, den ich euch mitgeben will, ist einfach, dass wir uns, wenn wir uns diese Geschichte von Jesus nochmal anschauen, uns eigentlich klar machen sollten und dass jeden Tag aufs Neue, was Gottvertrauen eigentlich bedeutet, was das eigentlich für eine Kraft geben kann, dass wir auch unsere Probleme nicht übertreiben oder nicht daran zweifeln, nicht daran zerbrechen, sondern dass wir wirklich Gott diese Probleme anvertrauen. Und ich bin mir sicher, dass Gott uns da nicht in Ruhe lassen wird, beziehungsweise uns helfen wird. Und auch wenn die Antwort in dem Moment vielleicht nicht die ist, die wir hören möchten, und auch wenn es Jahre dauert, bin ich sicher, dass Gott, wenn wir ihm da vertrauen, sicherlich die Lösung zeigen wird und uns helfen wird. Und dann können wir auch anfangen, die Fackeln, die wir alle in unserem Leben haben, aktiv darauf zuzugehen, die Fackel zu kontrollieren und das Licht, was diese Fackel gibt, wirklich nur noch dafür zu verwenden, um den Weg zu Jesus zu erhellen und zu erleuchten. Und das wünsche ich uns allen, dass wir dieses Gottvertrauen jeden Tag aufs Neue stärken und ihn jeden Tag aufs Neue besser kennenlernen. Amen. Ich werde noch jetzt beten, deshalb bitte ich euch, dass ihr aufsteht. Ja, lieber Gott, ich möchte dir in allererster Linie danken, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns so viele Beispiele gegeben hast, wie wichtig es ist, mit dir in einer Beziehung zu leben, dass du uns Kraft geben kannst in ausweglosen Situationen, dass du uns niemals alleine lässt, dass wir aber auch was dafür tun müssen, dass es wichtig ist, dich zu kennen, dass wir Interesse an dir zeigen, dass wir dann auch diese Ängste, die wir haben, die Probleme, die wir haben, wirklich entgegentreten können und mit dir und mit deiner Kraft auch beseitigen können. Lieber Gott, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, lass uns diese Geschichte für diese Woche mitnehmen. Lass uns jeden Tag daran denken, wie wichtig es ist, dich kennenzulernen und uns dich zu übergeben, lieber Gott. Ich bitte dich,
sei bei uns an diesem Sabbat, schenke uns noch eine schöne Zeit. Für alles möchte ich danken, darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.